wieder da. Die sieht so ein bisschen aus wie die alte aus der Ring. Ring-a-ding-a-ding. So, nix, die hat nicht mal Geschlechtsmerkmale. Ich hab einen Töff-Töff. Alles gut heute? Ja, hier, ich hab, hier halt, ne, hier. Oh, super. Ach, cool. Ah, die kann man hier einfach so nehmen und hier drauf werfen. Das war cool. So, jetzt gehe ich noch dem Skan seinen Baum plündern. Ich hab jetzt wieder Eingeborener rum, hau ab. Mikey, du messerst die Eingeborene. Oh, Zwieschläger hat er hier liegen, ja. So, mal gucken, wie viele wirklich da drauf passen hier. Warum bin ich eigentlich wieder so K.O.? Ich weiß nicht. Einmal einer erklären hier, ist doch ja scheiß. Es passen sogar viel mehr drauf, Skan. Nee, nee. Schieb das doch nicht weg, ich hab hier. Alter, was mit dir? Wir müssen mal gucken. Achso, okay, es passen also insgesamt 367 Loks drauf. Okay, hier liegt ja alles voll. Ja, dann. Hast du Bescheid? Oben läuft schon wieder irgendwas mit einer Taschenlampe rum. Ich weiß. 3, 4 Eingeborene stehen da oben. Ja, mach sie weg. Der Mike prügelt sich schon wieder. Der alte, ja, wer denn hier? Aggressor. Warum bauen wir eigentlich dieses scheiß Gazebo? Weil er das einfach ausgewählt hat. Komm zu dir, Sparky, Achtung. Ich weiß, ich schieb mein Töpfchen einfach weg und dann geht das. Muss er sagen, ja, ihr Sau. Schwinde. Komm mal, den Blatt. Sparky, du bist hier der König. Du bist hier der König, oder? Was für ein König? Ja, unser Anführer. Ich weiß nicht so genau. Ja. Und jeder Anführer braucht ein Blatt, wo er von oben auf die niederen herabkommen kann. Ich bin tot. Ich hätte, dass ihr euer Anführer ist. Ah, ich bin schon wieder tot. Please help me. Oh, ich bin wieder da. Du müsst den zuerst mit der Lampe zerplätten. Ich hab einfach alle gehauen. Ups. Ja, du hast gar keinen gehauen. Der atmet noch. Renne. Außerdem, Skan, ich bin ein bescheidener Anführer. Ja? Ich lebe mit der Gruppe, nicht über ihr. Deswegen habe ich es ja nur eine Etage hoch gemacht. Achso. Das erklärt natürlich so einiges. Könntest du bitte eine Wasserversorgung bauen? Ja, weißt du, was das Lustige ist? Man kann nur einen Schildkrötenpanzer tragen. Ja, du hast doch einen, reicht doch, oder? Ich weiß nicht so genau. Gib mir den Kopf. Ah, der Mike hat ja auch noch einen. Oh, da brennt ein Waschbär. So. Wo ist denn mein Wagen? Ach, da. User joined your channel. Moin. Hi, Phil. Brauchst nicht mit uns reden. Machst du doch nicht. Doch, mach ich. Und Mietz, denn Student wird er schon aufgefuttert. Oh, hier haben wir sogar, sogar mit, jetzt mit Trinkanimation, das ist ja toll. Ja. Das Update ist ja super. Hätte ich dir sagen können. Und ich höre die jetzt auch kreischen. Toll. Das ist sehr schön. Das ist wunderbar, jetzt kann man das richtig nachvollziehen, was das Skan jedes Mal durchgemacht hat. Ich war mit dir unterwegs, reicht das nicht? Du solltest lieber mal aufpassen, wenn ich nicht so angenehm bin. Bisher war ich immer nur lieb. Siehst du? Er weiß, wovon ich spreche. Wo ist der Wagen hin?
Mal gehört sie doch eben, oder? Nee, da muss ich ja das Dienst. Hier oben steht er doch. Wo? Ach hier. Hier, wo ich stehe. Gut, ich. Der ist voll. Ich bin ja dann sowieso mit, kein Thema. Ach ne, jetzt haben wir eine Sticks dran verhauen. Egal, der Regenfänger da steht. Bin ich doof? Ach, da ist der. Ist er auf einmal so dunkel, ey. Achso, du hast das? Ne, falsche Seite. Achso, okay. Ja, der ist schon ein bisschen doof. Ah komm, das Ding ist cool, oder? Sauber. Und so schnell wieder leer. Ja, ja, aber wir brauchen jetzt, also laut Anzeige brauchen wir jetzt nichts mehr. An Logs, jetzt brauchen wir nur noch Sticks. Und davon sehr viele. Für einen scheiß Gazebo, das kein Schwein braucht. Man stirbt doch einfach. Will ich doch bloß erlösen, du brennst. Aber wir müssen ja auch irgendwie da hochkommen, ne? Boah, scheiß Leckerei. Alles Kacke, ja. Verdammte Axt. Können wir die klein hacken? Nein. Die normale Hütte gibt's gar nicht mehr, wa? Welche normale Hütte? Die Log Cabin? Klar gibt's die noch. Könnte man sogar noch bauen. So. Achso. Okay. Scheiß Leckerei hier. Schasse das. Kalter Kaffee, stell die Hütte halb ins Feuer, ist auch clever. Der geht's schon wieder los, Kahn. Das Feuer war bei mir aus, deswegen konnte ich es nicht sehen. Ja, wahrscheinlich, weil ich es gerade erst angemacht habe und mit dem Stück Warum baust du das denn jetzt auch wieder hoch? Warum denn nicht? Das verstehe ich nicht. Das ist gerade auf einer Ebene. Ja, das Ding ist aber halt, da kommt einer dahin, haut wahrscheinlich hier einen Balken weg und dann ist es komplett weg. Nietzsche, schimpft doch mal mit dem. Der baut schon nur Kacke. Außerdem, wie willst du denn da reinkommen? Das ist okay. Das ist doch direkt am Feuer wieder. Lass dich doch mal überraschen. Und das ist doch viel zu nah am Gazebo. Ja, das ist ja das, was er letztes Mal schon nicht verstehen wollte. Ärgert den doch nicht so. Nee, das ist kein Ärgern, das ist hinterfragen, was er da tut. Das, ne, das, arbeiten? Ja, das sieht aus wie B-Klick-Klick. Was? B-Klick-Klick? Ja, B machst du das Menü auf und dann zweimal klicken, da hast du das. Genießt du einfach den Sonnenaufgang. Nein. Der wird schon wissen, was er macht. Na, ob ich mich selbst auf den Kopf treffe? Oh, scheiße. Was? Ich hab grad einen Stein da oben geworfen und bin hinterher gerannt, um zu gucken, ob er mir auf den Kopf fällt. Du hast nur einen halben Zentimeter gefehlt, dann wäre der ja auf den Kopf gefallen. Hä? Stell ihn mal bitte drauf. Ja, ich will gerade. So. Achso, das klappt nicht, aber wenn du davor stehst. Lol. Das klappt nicht, aber wenn man davor steht, dann kann ich dich so... Man bewege mich voran! Man nannte ihn auch den Kutscher. Und du hast eine eigene Kutsche gehabt zu Hause, oder? Ja, das ist hier so eine altertümliche Rikscha, ohne Räder. Und ohne Fahrrad. Obwohl, ist ja altertümlich, ohne Fahrrad. Ja. Fahrräder wurden ja jetzt dann erst damit rangebaut, ne, damit das einfacher ist. Aber guck hier, hier gibt's diese so wunderschönen Whiteberries. Die würde ich jetzt nicht essen. Die sind giftig. Och, ich habe schon irgendwas gefressen. Ja, ich kaue ein bisschen so am Skarn rum, der merkt das nicht. Naja, er hat ja auch genug bei. Das hat er im Flugzeug schon nicht gemerkt, wo ich Hunger hatte.
könnte der Kopf fehlen und da würde ich merken, du. Wey, ich schöpfe. Ich mache eigentlich nie was, habe ich das Gefühl. Ich lasse immer den Scan arbeiten und bemängel nur. Geht man da die Sticks auf, die hier liegen? Geht nicht, ich bin voll mit Sticks. Typisch Vorarbeiter, ne? Ja, hallo? Ja, der sagte doch, ich bin der Anführer. Ich bin der, der plant. Aber das Scan macht ja einfach. Also habe ich überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, merkst du was? Dann machst du was falsch. Ne, mache ich ja alles richtig. Merkst du was? Ja, ich fange mal an hier mit. Ich fange mal hier an, ein Lager aufzubauen. Vorhin, ne? Bitte? Deine Anweisung vorhin war, ich gejagt und Mike macht das, was Mike so macht. Ja, ich sehe halt gut aus, hat er da gesagt. So. Ja, okay, dann bleiben wir echt dabei. Das ist von mir aus. Ich am Bauch, weißt du, und planen. Du planst nicht, du baust nur. Plan sieht anders aus. Jetzt sei doch mal gespannt, was ist. Ich bin nicht gespannt. Ich bin voll Kontrollfreak. Hättest du mich nicht zum Anführer wählen sollen. Ich nutze meine Macht aus. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß. Sammeln die endlich die Holzdinger ein, alle. Ja, wo ist denn mein Rikscha-Ding? Was hat Mike? Na, an der Baustelle. Ja, siehst du, was meckerst du mich schon, Scar? Was soll der Scheiß? Das Ding war voll, was soll ich machen? Nee, da, ich mecker mit Scar, nicht mit dir. Ja, jetzt ist der doofe Scar wieder schuld. Du bist immer schuld. Ich baue mal dein Gassi-Boot zu Ende. Ja, ich bin ja nebenbei das am fertig machen. Nee, ich hab's jetzt fertig gemacht. Juhu. Ja. Ja, das sieht aus wie ein Stück, wie ein Holzstück halt. Wo wir nicht reinkommen, weil wir keine Treppe haben. Gut geplant. Ja, wie immer. Nein, Spaß. Müssen wir nur eine Treppe ranbauen, dann klappt das. Da kommt ja gleich noch eine Plattform vor und noch was zum Hoch. Ich würde es erstmal mit der Treppe versuchen. Dann erst die Plattform vor dem Haus und beim Gazebo. Und dann kommt oben beim Gazebo drei schicke Bänke hin, dann können wir da mal sitzen. Ach du Scheiße. Ja, okay, dann, ja. Wir könnten natürlich auch eine Bombe bauen, das Lagerfeuer wegsprengen, ne? Das Lagerfeuer anders platzieren. Geht alles. Hier. Scheiß Frieserei. Es geht mir auf die Nerven. Ich möchte nur zu gerne wissen, warum ist dem so? Warum leckt das so? Vielleicht, weil dein Computer der Host ist. Das könnte gut sein. Ups, ich habe irgendwas gehauen. Ich weiß nicht was. Ich glaube, ich habe einen Vogel erwischt. Ich weiß nicht. Also hier liegt überall Holz. Wo ist der Rikscha-Fahrer? Ich war gerade schwimmen. So. War gerade Mittagspause, was ist los? Okay. Das erinnert alles an alte Ruhezeiten hier. Holzhacken. An was erinnert dich das? An UO-Zeiten. Ach so. Holzhacken. Ja gut, damals sah das doch ein bisschen anders aus, ne? Makro ja, und so. Nee, als ich Holz gehackt habe, habe ich nie Makro oder so benutzt. Nicht? Das ist doch voll dämlich. Und? Ich habe mein Ding so hochgezogen. Ja, das hat doch damit nichts zu tun. Haki, komm mal her. Warte, ich muss, was denn? Fuß. Nicht schlagen, ich bin wieder fast tot. Ich hab das schon kommen sehen. Na, also, da holt der direkt aus, der Arsch. Ich bin extra ein Stück nach hinten, damit ich ihn treffen kann. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Dann krieg jetzt den Totenkopf her. Welchen Totenkopf? Hier. Totenkopf und so. Achso, du musst, Scan Kopf abhacken. Häuten. Nein, Totenköpfe findet man. Liegt alles voll mit Holz, ey. Hier steht da hinten nur doof rum. Hab da auch so schwarze Hände? Ich nicht, aber du. Nee, ich hab echt schwarze Hände, also. Ey, du bist ja auch ein Schwarzer. Du Spark, hier hängt schon wieder Holzscheiße, also Holzloks in der Luft. Ah, oh, ist ja wieder toll. Den Grafikfehler habe ich jetzt nicht. Nein, ich bin nicht nur schwarz, sondern ich hab so wirklich, also, schwarze Hände, also. Ich hab irgendwas an den Händen, irgendwas Schwarzes. Irgendwie hat Kassette 1 halt keinen Ton.
Ja, dann kau mal drauf rum. Hast du das kombiniert? Mike? Naja, auf dem Tisch hier, auf dem Tüchlein in der Mitte da. Naja, genau. Hase! Komm her, ich töte dich. Lass dich von mir essen. Schworn, I wanna just kill you. Arschlochhase. So, ich hab einen Totenkopf. Und jetzt? Mach den hier rauf. Warte, wo ist es hin? Hier. Boah, du hast eine Lampe gebaut? Krasser ja. Scheiß. Jetzt finden wir den Weg immer wieder hier hin. Aber der kommt trotzdem. Scheiß Walkman. Aber jetzt mal zu dem, was ich machen wollte. Nicht hier im Panzer rum. Geht doch nicht. Wo haben wir es denn da? Drying Rack. So, wo machen wir denn unser Essen hin? Na, hier vorne, oder? Ja, irgendwo, wo es sicher ist. Hier. Ja, das habe ich auch überlegt. Hier. Da wird der ganze Tag stehen. Und Miet immer noch am Minecraft. Am Mine craften. Hast du noch ein paar Sticks? Kannst du die da mit reinbauen? Ich hab keine. Okay, das ist doof. Dann gehen wir bitte mit Sticks sammeln, weil vorher brauchen wir nicht wirklich jagen gehen, wenn wir das nicht hinhängen können. Weil du kannst eh nicht so viel Fleisch tragen. Ja. Ja. Wirklich schon mehr Lobs rum. Ja, tut mir leid. Skam, benutzt auch immer schön die Rikscha. Ja. Gut. Soll ja einen Sinn gehabt haben, dass ich das gebaut habe. Ich mag das ja, wenn man meine Arbeit schätzt. Was ist mit mir los, Alter? Ich bin komplett schwarz. Ich werde immer schwärzer, habe ich das Gefühl. Muss mal waschen. Tut mir leid, ich habe keine Seife dabei. Selbst wenn, ich habe Parfüm dabei. Nehmen. Cannabis for Man, yo. Die hat doch gerade gesagt, dass sie kacken muss. Echt? Ups, so 4 Sticks reichen, dann ist fertig. Ja? Okay, da kommen wieder Eingeborene. Ah! Komme! Ich mache kalt. Mami! Hilfe! Ich laufe einfach weg, mir ist egal. Der rennt hinterher. Ich weiß. Ich kann gerade nicht rennen. Denk ihn ab, ich komm von hinten. Ist ja eklig. Oh, der kommt echt. Arschloch, was ist los mit dir? Hä? Leg dich nicht mit Sparkwar an. Jetzt ist er gefangen. Wir haben unseren eigenen kleinen, ja. Warte. Oh. Man trifft den nicht. Warum versuchst du es dann auch noch? Nee, das war jetzt nur eine Feststellung nach dem. Ah, ich habe ihn getroffen. Aber er hat dann nämlich nicht hingehockt ab. Du musst einfach nur nach unten gucken, während du ihn schlägst. Dann triffst du den, wenn du vor dem stehst. Siehst du? Du auch mal. Geh weg. Das Ding ist halt nur, wir müssen den Gazibogen gleich mal reparieren. Zähne. Der guckt aber ganz schön rum hier, ne? Noch mehr Zähne. Noch mehr Zähne. Ist er jetzt tot? Nee, der steht wieder auf. Was ist los mit dem? Ach, endlich. Zähne. Oh. So. Körper. Ja, du kannst jetzt auch wieder auseinandernehmen, ne? Also. So viel Bühne kann ich gar nicht schleppen, wie viel ich hab. So. Du könntest ja mal bauen. Zur Abschreckung kannst du die ja da hinten schon mal aufstellen. Was muss ich denn da bauen? Wie ist denn das Scheißding? Du drückst einfach B und gehst auf dieses oben, zweite von rechts, zweite von links. Auf der zweiten Seite da. Da, wo X ist. Im Buch. Halt, rechte Seite, zweite von links. Ja. Also hast du alles klar. Gut. I have the shit found. So, jetzt gehen wir wieder zu meiner Lieblingstätigkeit über. Pfeile machen. Im Wald stehen und wichsen.
Nee, das ist deine Aufgabe. Diese Staffel wollte ich mir das ersparen. Okay, tut mir leid. Tut mir echt leid für dich. Da das wieder nicht funktionieren wird. Jetzt hab ich mit dem scheiß Stein hier. Schon noch ein Stock? Bitte? Schon noch ein Stick? Hier sind Sticks im Lager. Zumindest zwei. Probe sehen. Nicht mehr, wir brauchen ja nicht nur das, wir brauchen auch noch ein Gärtchen. So, ich tue den Garten jetzt einfach mal hinter das Gazebo bauen. Da hatte ich eigentlich was anderes geplant, aber okay. Was wolltest du denn da hinbauen? Nein, nix. Nee, jetzt sag doch. Ja, egal, nix. Ja, warum sagst du das dann? Einfach so. So, sag mal bitte ein bisschen ernster. Ich wollte dir ein Gespräch aufziehen. Ach so. Ja, also wenn du Liebe möchtest, brauchst du nur sagen, ich bin sofort da. Dann frage ich andere Leute im Chess. Ach so, okay. Mike, gehst du mir etwa fremd? Weiß ich nicht, niemals. So, hab hallo. Ich... Hallo, hallo, hallo. Hallo? Hat einer von euch Samen oder so? Nur eine Rose. Witzbold! Ja, ohne Samen können wir nichts anpflanzen hier in den Dingern. Aber deswegen funktioniert das ja nicht. In der Theorie. Und Samen bekommen wir von Büschen. Also diese Bärenbüsche. Muss man dann hauen. So, jetzt habe ich wieder The Bow und ein paar Pfeile. Jetzt kann ich wieder jagen gehen. Und jetzt sind die Hasen natürlich auf Ecstasy. Ich habe Samen. Ja, dann geh mal bitte zum Feld und sehe sie bitte. Was war das? Hallo, hallo? Mietz ist wieder da. Ach so. Begeisterung. Da hatte sie etwa ihr Mikrofon gemutet. Hm. Warst du telefonieren? Nein. Achso. Wieder senken. Oh, da haben wir wieder ein Waschbär. Das andere. Ja, zeigt mir dann auch wieder. Ah, das ist schlau. Ja. Hallo? Hört ihr bitte mit den sexuellen Anspielungen auf? Wir fangen gerade erst an. Echt mal. Hallo? Ich habe einen Kochtopf übrigens, ne? Ja, wo hast du den denn her? Da hinten beim Zelt. Was für ein Zelt? Links am Wasser. Da vorne. Hinter dir. Quasi. Okay, ich geh gleich mal gucken. Ich bin gerade auf Jagd. Also, ja, so rechts halb hinter dir steht ein Zelt. Okay. Ran hinter dir hoch. Wie grüß das dann Zelt ist? Meinst du ja beim Anker oder was? Ja. Da, rechts hinter dir. Bist du schon vorbeigelaufen? Ach da. Gar nicht gesehen. Oh, dann haben wir hier Kochtopf, okay? Da sieht nicht mal Zelte. Ich will da Zelte haben. Nee, das kriegst du leider nicht. Warum nicht? Das müsste doch gehen können. Oh, da ist aber Großes zum Jagen. Headshot. Boom. Ah, so. Kann ich aber nicht machen. Nachher beschwert er sich wieder, dass ich den haue. Oh shit. Direkt der Eingeborene hier. Hinter mir gespawnt oder so. Nee, der ist da vorne schon rumgekrippelt. Okay, Headshot. Verdammt, ich hab ihn verfehlt. Läuft bei mir. So, ich hab jetzt erstmal 4-5 Stücken Fleisch aufs Feuer geschmissen für uns Jungs. Ah, ich muss ja auch bloß da hängen lassen an dem Ding. Ja, genau. Da wo Fleisch hängt. Einfach braten. Ja, aber das geht schneller und ist wahrscheinlich viel schneller wieder weg. Ja, das ist ja auch egal. Mach einfach wie du denkst und dann machst du das so. Geh mal den Typen da killen. Warum sehe ich keine verkackten Tiere? Wo sind die Viecher? Ach da, okay. Verstecken sich vor mir. Zack, 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 da war er tot. Ich finde das so lustig, dass du von Waschbären Lizard Skin kriegst. Ach so. Ja.
Schaukel, weil Krieg steckt vor einem Eichhörnchen. Bleib mal